geht's um mich. Noch irgendeiner, der meint, jawoll. Hallo. Ja, hol dir deinen Fund ab, Spekulatius-Körtchen. Keine Chance gegen mich. Wow. Und der hat mich ja mal ein bisschen erschrecken. Ganz schön erschrocken. Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Hey Al, hier geht's zur Farm. Mhm. Ah. Meine Fresse, ey. Das war aber auch ein Krampf und kein Kampf. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Was? Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Achso. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihm zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Ja, weil ich mich meistens ins Licht gestellt habe. Schisser. Aber schon nicht einfach. Okay, da kann man nichts machen. Jetzt kannst du dann doch zu Biri. Ich bin wieder absolut kein Bock. Und keine Flaschen. Auf geht's. Ja, Leute. Das ist absolut mein Spiel. Ja, absolut dein Spiel. Meins war halt Dead Space, Alan Wake is dein. Ich glaube, ich habe auch mitbekommen, Alan Wake 2. Naja, Nightmare, irgendwas, Nightmare. Ich weiß es nicht genau, aber das ist ein bisschen anders da. Das ist ein bisschen komisch. So. Ach, gibt's das schon, oder wie? Ja, ja, klar. Ach so. Hast du das? Nein. Aber ich kann's holen. Die Frage ist halt, wir haben den ersten Teil gespielt. Spielen wir auch den zweiten? Siehst du, kein Grund zu normalerweise Sorge. Hätte ich gesagt, komm, das ist eine Trilogie. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Zweiter Klar. Teil von einem Warum Spiel, das wir gespielt haben. Gemacht. Wir haben das bisher immer gemacht. So war es bei Dead Space, so wird es bei 4 sein. Ja. Scheiß Spiel. Kennst du es doch noch gar nicht? Wir hatten meinen Computer gefetzt, deswegen ist es scheiße. Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Geh doch mal draußen in der Küche gucken, da ist der Kuchen. Ich bin ernsthaft und launisch. Das war so klar, das war so klar. Hunger auf den. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. So, auf in diese Tür. Ich glaube, wir rennen jetzt einfach rein. Fällt einfach so der Riegel auf. Alles klar. Wow, sieh dir das Ding an, Alan. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Ja, und das ist die ersten Farm und die ersten Farm Run Rocker und das haben wir gerade gesehen. Es war Hammer. Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality Shows kennt. Schlaf. Wir verbringen Nightbreaks. Da werden Erinnerungen wach. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Was wird alles mitgenommen? Thomas, ich hab dich nicht übersehen. Chris. Wenn du noch mehr willst, sag Bescheid. Ein Kuchen, der noch halb kalt ist? Kuchen, kalt. Aber du hast ihn schon mal in deinem Zimmer. Wow! Okay, in meinem Zimmer. Meine Fresse! Also, wir treffen nicht uns.
Frau Müller! Alles selbst machen. Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Der Bär! Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Anderson fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Tja, da kannst du mal sehen. So. Also noch kein das Wikingerboot sah aber beeindruckend aus. Fast wie ein Rahmen. So, wo sind wir hier? Wir benutzen E und das sind das Schiff los. Das bricht voll durch die Tür. Yes. War nicht noch irgendwas? War hier nicht noch irgendwas? Nein, hier war nichts mehr. Da, 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 da. Es wabbert, es wuppert. Es wabbert, wuppert. Guten Tag. Mein Name ist Dr. Mayer Oscar. Fertig, das Gesicht weg. Leuchten. Ja. Warum du nur Dr. Mayer gesagt hast? Haben Sie nicht mit gerechnet. Wow, hallo, Schlumpf. Alles klar. Mir geht's bombig. Noch irgendeiner, der meint, jawoll. Hallo. Hol dir deinen Fund ab, Spekulatius-Körtchen. Keine Chance gegen mich. Wow! Und der hat mich ja mal ein bisschen erschrecken. Ganz schön erschrecken. Von dem war ich aber doch sehr übergelascht. Gelascht? Munition. Könnt ihr gerne mitnehmen. Wie war das? Hey, Bibi, lang schon dran, die Granate drauf. Was ist das? Neues Let's Play, Bibi. Auf geht's. Wir machen ein Let's Sing Kinderlieder. Nix Let's Sing. Ja, bloß aufhören. Sterb. Gar nicht übertrieben oder so? Ach, ganz locker hier alles. Ich glaube, wir könnten hier durch, ja! Schön, dass der immer schon 3 Meter weiter vor mir ist. Ja, geil, gell? Der hat nicht zu kämpfen. Ach. Die Sau. So. Ich will euch. Wow. Ist organisches Meat. Geil, klingt lecker. Dürfen wir mal schießen? Dankeschön. Ich leuchte deine Senffresse weg. Fresse oder sind Fresse? Sind Fresse. Ja, Achtung, Stromkabel kann die als Erde. Mal schlau. Ich schläge. Du hast wirklich gemeint, ich lasse dich so nah vor mich kommen. Da lagst du voll falsch. Also das Gewehr gefällt mir nicht so. Hallo, Baby! Komm. Ich lauf nicht ins Kabel. 1, 2, 5, 4, 3, tot.
Das waren die Lottozahlen für heute. Nicht das Tod vergessen. Ah, hallo Auto. Ich leuchte den Abgrund. Ist klar bei dir. Ich bin Waschbär. Ja komm, Barry, geh mal rein da. Hole Nuss. Ach, was ist das denn? Ein Kessel. Du. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single Mama raus. Wir drehen einfach die Tür auf, wir sind ja hier voll bekannt. Für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer. Natürlich suchen wir wieder einen Weg nach draußen. Oh ja. Sei vorsichtig, Herr! Vorsicht ist der zweite Name von mir. Da muss immer vorsichtig sein. In diesem Spiel? Ja, wie vorsichtig ist, wird man ganz schnell erschreckt. Guten Morgen. Wolltest du mir etwa was sagen? Alles okay, ja? Bleib. Alles klar, halt die Augen offen, ja? So. Immer höher gehen wir in den Turm des Grauens. Perfekt. Ja, Leute, ich muss auf mein Kuh noch ein wenig warten. Ein bisschen sehr schade, aber. Ist ja nix, Bell. Ist ja nix. So ein halb gefrorener Kuchen. Wie die regelmäßigen schon Togo. Und euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Moment, Leute. Wie beschäftigt sind sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält sie auf Trab. Ziemlich, ja. Ehrlich gesagt, Petzl, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist noch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas milder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Ja. Ich habe hier eine Menge Probleme dieses Jahr. Ich brauche neue Zähne. Nö. Was beißt du auch ab, wenn du weißt, dass er noch zu hart ist? Was machst du? Schneidest du denn schon ab, wenn er noch innen drin gefroren ist? Den kannst du einen erschlagen mit dem Stück. Ey, so wird er schneller warm. Das Gebäude, das das Haus der Anderson sein musste. Ich war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Nein. Das ist irgendwie so eine... Wie so eine Tröte, ey. Hey! Krieg ich nicht mehr hin! Lach nicht! Ein Phänomen, immer wieder. Man kriegt immer nur etwas einmal im Leben. So. Ja. Wir sollten uns doch beeilen, weil da kommt ein Häcksler und. Wow! Wow! Da sind sie! Bevor unser Rot versteckt, das wäre mega recht und schauen sie weg! Hier kommt keiner vorbei. Sie werden doch hier nicht komisch. Komm! Süßer! Ich hoffe, ich wünsche es dir nicht, dass du dann bleibst. Ha! Oha! Lol! Er hat sie einfach nur überfahren und wir laufen fast mitten in den Schredderer rein. Nein, Ellen. Tu mir das nicht an. Wir sind gute Freunde. Das kriegen wir auch hin. Ausweichmodus aktiviert. Das wird knapp. Wir dürfen es nicht geschafft haben.
alles kann nicht so schlimm. Alles locker. So, auf jeden Fall alle mal besser als ich. Ein Kiss von dem gewonnenen Kuchen. Vielleicht ein bisschen kalt. Das kann doch nicht wahr sein. Lauf einfach rein, genau. Hallo! Ich kann mich nicht bewegen. Die Maus macht nichts. Die Maus. Zweimal.